Haben Sie zufällig einen Freund, der aktuell Gold kaufen möchte, oder kennen Sie jemanden, der momentan Gold kaufen möchte? Dann tun Sie demjenigen einen Gefallen, schauen sich dieses Video an und sagen ihm, warum es momentan keine gute Idee ist, Gold zu kaufen. Ich weiß, der Titel, der ist ja, schon so ein bisschen reißerisch, ne? Achtung hier, Goldpreis, das Ende naht, Finger weg vom Gold. Ich möchte Ihnen aber auch genau erklären, warum das so ist, warum momentan kein guter Zeitpunkt ist, Gold zu kaufen. Mein Name ist Mario Starnrücken und vielleicht haben Sie hier auf Finanzmarktwelt oder auf meinem YouTube-Kanal schon mal das ein oder andere Video von mir gesehen. Dann wissen Sie, dass ich ein rein charttechnisch orientierter Trader bin. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, Charttechnik, Kaffeesatzleserei, dann stopp. Charttechnik ist im Grunde nichts anderes als Marktverständnis. Und in diesem Video geht es rein um Marktverständnis. Und es gibt an der Börse immer wieder Zeiten, wo es sinnvoll ist, Positionen zu kaufen, und es gibt Zeiten, wo es weniger sinnvoll ist, Positionen zu kaufen. So, und das Ganze hat einfach ja ein Stück weit mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Aber das Ganze können wir auch darüber begründen. Ich sag mal, so Altmeister, André Costolani und so weiter, die haben ja auch schon immer Börsenweisheiten von sich gegeben. Und zum aktuellen Goldpreis oder zum aktuellen Goldmarkt fällt mir da Folgendes ein. Zum Beispiel kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und damit ist ja gemeint, wenn die Kanonen donnern, gleich ein Markt fällt. Um Gottes Willen, Panik ist im Markt. Oder werde gierig, wenn andere ängstlich werden. Auch das heißt ja, ne, werde gierig, wenn andere ängstlich werden. Angst, wo der Markt fällt, dann müssen wir langfristig Positionen kaufen. Oder, das ist genau das Gegenteil, werde ängstlich, wenn andere gierig werden. Und damit ist ja gemeint, gierig werden. Und genau diese Situation, die können wir immer wieder am Chart ablesen. Und dafür gucken wir uns jetzt auch direkt mal den Goldpreis an. Werde ängstlich, wenn andere gierig werden. Das könnt ihr. Und da ist es egal, ob ihr euch den Goldmarkt anguckt oder irgendeine Aktie, irgendeinen Index. Märkte bewegen sich immer in ganz ähnlichen Zyklen, eben weil die Börse halt viel mit Psychologie zu tun hat. Herdentrieb. So, und wenn die Herde in eine Richtung läuft und wenn die Kerzen groß werden, das Handelsvolumen groß werden, wenn der Markt schnell wird, dann ist wirklich Vorsicht geboten. Dann herrscht Gier, und ja, wenn andere gierig sind, da müssen wir vorsichtig sein, da müssen wir eher zum Verkaufen neigen. Gucken wir uns das an. Hier 2050, 2090, markantes Verlaufshoch, wurde schnell erreicht, danach ein herber Abverkauf. Dann auch wieder schnelle Aufwärtsbewegung, und guckt euch das ruhig mal ein bisschen größer noch an. Große Kerzen, großes Handelsvolumen an so einem markanten Verlaufshoch. Achtung, da müssen wir einfach vorsichtig sein. Da ist kein guter Zeitpunkt, wenn der Markt schon ein gutes Stück gestiegen ist. Ist einfach kein guter Zeitpunkt, langfristige Positionen aufzubauen. Denn am Ende müssen wir uns ja immer fragen, warum wollen wir genau jetzt kaufen? Was hat sich rein fundamental so geändert, dass ich sage, okay, nachdem der Markt jetzt schon fast 25% gestiegen ist, warum muss ich genau jetzt in den Markt einsteigen? Ist es wirklich eine kluge Entscheidung? Warum habe ich nicht schon, ne, vor einigen Wochen gekauft, als wir im Gold bei 1700 waren? Da hatten wir doch immer, Brandherde gibt es ja noch und nöcher. Die gab es ja aber ja auch schon vor ein paar Wochen. Deswegen, so ein Anstieg, gucken wir einfach in die Vergangenheit. Messt mal aus, so diese einzelnen Bewegungsschübe, wie groß waren die denn in der Vergangenheit? Und das mal auf die Zukunft setzen. Und da sehen wir, na Mensch, der Preis ist schon ordentlich gestiegen. Will ich da jetzt tatsächlich noch kaufen? Oder warte ich vielleicht mal geduldig ein bisschen ab, um mal wieder einen Rücksetzer einzukaufen? Große Kerzen, großes Handelsvolumen. Wir nähern uns dem markanten Allzeithoch. Und da ist es rein statistisch gesehen einfach keine so gute Idee einzusteigen. Aber natürlich kann es sein, dass der Goldpreis aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben ausbricht. Gar keine Frage. Dann müssen wir gucken, was machen wir dann? Wie positionieren wir uns dann? Und auch dafür hilft mal ein Blick in die Vergangenheit. Ja, das ist, na,
Charttechnik oder Marktverständnis ist einfach aus der Vergangenheit lernen, weil sich die Märkte immer ganz ähnlich bewegen. Und wenn wir uns mal angucken, hier 2016 bis 2019 roundabout, da gab es auch so eine Seitwärtsbewegung. Ganz ähnlich wie das, was wir zuletzt gesehen haben. Und dann erfolgt der Ausbruch nach oben. Und nach so einem Ausbruch, aus so einer Seitwärtsbewegung, da sehen wir häufig Rücksetzer auf dieses Ausbruchsniveau. Es kommt nicht, es passt nicht immer perfekt, aber wir sehen Rücksetzer. Und deswegen sollte man sich in Geduld üben und dann eher einen Rücksetzer kaufen. Rücksetzer an Unterstützung zum Beispiel, an so markante Punkte, sowas wie hier. Und wenn wir uns hier dieses Chartbild anschauen, das ist ein bisschen anders als das, was wir aktuell haben. Denn hier haben wir uns, ich sag mal, hier haben wir diese markante hoch getestet, dann sind wir abgeprallt und dann erfolgt erst der Ausbruch. Jetzt gucken wir uns nochmal das aktuelle Bild an. Und im aktuellen Bild sehen wir, dass wir eigentlich schon deutlich gestiegen sind. Also die Käufer, die haben sich ja schon ordentlich aus dem Fenster gelehnt. Die haben schon den Markt ordentlich nach oben gepusht. Und wir müssen uns auch immer fragen, wer kauft denn nach mir? All jene, die irgendwie hier unten gekauft haben, die mutig waren, als die Kanonen gedonnert haben, in Anführungsstrichen, oder als alle anderen ängstlich waren, waren die mutig. Und die werden ja jetzt ängstlich, wo alle anderen mutig werden, wo alle anderen gierig werden. Da neigen die eher dazu, Gewinne mitzunehmen, zu sagen, ah Mensch, okay, ich habe ja günstig gekauft, jetzt laufen wir an das Allzeithoch, da verkaufe ich mal langsam. So, und deswegen müssen wir einfach gucken, wir sind schon grundsätzlich erstmal zu weit gelaufen, da warten wir doch lieber auf einen Rücksetzer. Und sollte es tatsächlich so kommen, dass die Käufer weiter richtig stark sind, dass wir aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen, daraus ergibt sich dann ein mögliches Kursziel. Das liegt dann im Bereich 2.450 US-Dollar. Nämlich ganz einfach. Märkte bewegen sich immer in recht ähnlichen Schüben. Guckt euch mal so die Größe dieser Seitwärtsbewegung an. Das können wir dann nach oben projizieren. Und dann kommen wir so auf dieses Niveau. Das ist etwas, das passt auch nie hundertprozentig. Aber auch da sehen wir, dass es immer und immer wieder funktioniert. Deswegen sehen wir einen Ausbruch nach oben. Dann müssen wir geduldig einen Rücksetzer kaufen. Und im Grunde das ist Trading, das ist Börse, dass wir uns wirklich einfach Gedanken machen. Marktverständnis aufbauen. Was oder wie bewegen sich die Märkte denn immer und immer wieder? Natürlich niemals gleich, aber oft sehr, sehr ähnlich. In ganz ähnlichen Schüben, dass sie immer so die gleichen Bewegungsschübe zeigen. Und genau das ist es, was ich meinen Kunden beibringe. Ich setze mich mit denen hin und wir gucken, wie bewegen sich die Märkte immer und immer wieder. Es gibt da so ein paar einfache Grundsätze und wenn man die beherzigt, dann liegt man oft schon richtig gut. Und dann bekommt man ein gutes Marktverständnis und dann weiß man automatisch, wenn man sich einen Chart anschaut, ist ein guter Zeitpunkt zu kaufen oder momentan eher nicht. Und wenn wir alleine diese eher nicht Situation, wo wir früher vielleicht einfach zugegriffen haben, weil wir vielleicht doch auch ängstlich oder gierig waren. Wenn wir die alleine weglassen, dann kommen wir an der Börse schon einen richtig großen Schritt weiter. Und deswegen, wenn Sie Interesse haben, das zu lernen, ich halte so meine Position, ein paar Tage, ein paar Wochen. Man kann das aber auch auf das langfristige Chartbild, kann man das auch ummünzen, umsetzen. Und da mache ich, das in der Theorie, aber ich zeige das meinen Leuten auch in der Praxis. Das ist ja viel wichtiger als nur Theorie. Die dröge Theorie, ja, die kann man auch, weiß nicht, aus vielen, vielen Büchern lernen. Aber das Ganze dann in der Praxis umzusetzen. Guckt euch da gerne mal steinrückenakademie.de an. Und dann setzen wir uns gerne mal zusammen und sprechen darüber, wie wir das Ganze tatsächlich in die Praxis umsetzen können.